Marienerscheinungen sind Ausdruck der besonderen mütterlichen Sorge von Maria, die ja nicht nur Mutter Jesu, des historischen Jesus ist, sondern auch Mutter des mystischen Jesus, das ist seine Kirche, und dass die Mutter eine Liebe und Sorge für Kinder hat, wenn sie aus der Spur kommen oder auf irgendwas vergessen, was ganz wichtig eben jetzt zur Botschaft ihres Sohnes gehört, dass dann die Mutter kommt und den Kindern sagt, bitte betet, ja, bitte fastet, bitte nehmt das ernst, ja, verbindet euch mit dem Leiden Christi zur Sühne für die Rettung aller, wie es in Fatima oder in Lourdes und so weiter geschehen ist. Also das kann man der Mutter Gottes nicht verbieten. Aber Marienerscheinungen sind nie etwas Selbstständiges. Ihren Wert haben sie immer nur insofern, als sie verweisen auf die vollgültige, letztgültige, einmalige und alles umfassende Offenbarung, die nach der Lehre der Kirche mit dem Tod des letzten Apostels abgeschlossen ist.